His last name is Cox. So, meine Damen und Herren, ich erfülle heute Wünsche. Es hat sich jemand Schikundent gewünscht und ich habe den Song ewig nicht gehört. Und natürlich habe ich gesagt, wir reagieren drauf. Na klar, ich habe vorher, dass wir auf jeden Linkin Park Song reagieren. Und Schikundent habe ich dann kurz mal angeschmissen und ich hatte dann so viele Flashbacks und dachte, ach ja, den Song gibt's auch noch. Komm, was wird das jedes Mal so sein, ne? Ich erzähle irgendwie jedes Mal das Gleiche. Jedenfalls, ein wunderschöner Song und ich habe wirklich Bock, mir den mit euch reinzuziehen und wünsche euch viel Spaß bei Schikundent von Linkin Park. Boah, ich bin echter Fan von so Schlagzeug, das einfach so richtig smooth klingt. Das ist so richtig bestimmt. Und der Einstieg hier, ne, der Beat, einfach geil. Das ist ein richtiger Hip-Hop-Type-Beat. Gefällt mir wahnsinnig gut. Wie Chester da reinkommt, das ist so richtig My December Feeling. Das hat so den Vibe. Ich habe Gänsehaut. Das klingt einfach so schön und auch so schön deprimierend, falls man das sagen kann. Ne? Also diese Traurigkeit, wenn Trauer zu etwas richtig Schönem wird. Also mir wird da wirklich so warm ums Herz. Unfassbar schön. Und es ist, glaube ich, zum ersten Mal, korrigiert mich, falls ich da falsch liege, dass Chester wirklich von einer weiblichen Person singt. Das ist immer so Interpretationssache. Ne? Das kann man auf Beziehungen, auf Freundschaften, auf die inneren Dämonen, das kann man alles darauf beziehen. Aber hier singt er wirklich She. Also hier meint er wirklich eine Person. Und obwohl das so krass anders klingt als Hybrid Theory, den Linkin Park Vibe, diesen Hybrid Theory Vibe, den hat es. Das ist wirklich eigentlich eine Schande, dass das nicht aufs Album gekommen ist. Unfassbar schön klingt es. Hat auch eine unfassbar traurige Message, denn irgendwie geht es da um eine, die sich umgebracht hat. Und der Freund, ich glaube, es geht darum, dass das aus der Sicht des Freundes gesungen wird, wo sich die Freundin umgebracht hat. Alle das wussten und es musste irgendwann so sein. Das ist ja eigentlich eine richtig krass traurige Schwere, die hier über dem Song liegt. Hier wird ja davon gesungen, dass er sich wahrscheinlich die Schuld gibt, an dem, dass sie gehen musste. Ich glaube wirklich, dass gehen hier irgendwie im suizidalen Sinne benutzt wird. Krass. Trotzdem ist es so ein schöner Song, ne, wo es eigentlich keine schöne Message hat. Aber das so zu verpacken, das ist schon krass. Der Song wurde ja zum ersten Mal 2009 geleakt. Damals kam er raus und er wurde dann irgendwie, als Hybrid Theory das 20-jährige Jubiläum hatte, da wurde der dann veröffentlicht. Und er klingt trotzdem total Reanimation-mäßig. Ne, diese ganzen Hip-Hop-Beats, die Samples, die Scratches. Es gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist so ein Hybrid-Song aus Hybrid Theory und Reanimation. Ja, geil. Einfach nur geil. She's
sowas. So dieses, wir singen das jetzt an, dieses Thema. Und dadurch, dass es, ich weiß nicht, ob es eine imaginäre Person ist oder ob es diese Person gegeben hat in irgendeinem Leben eines Linkin Park Bandmitglieds. Aber das verleiht dem Ganzen so zusätzlich noch Gewicht. Man fühlt sich da irgendwie angesprochen dadurch. Es ist unfassbar schön, wie Chester Bennington hier den Chorus singt. Ich glaube, wenn du so etwas erlebst, dass sich jemand umbringt und du dir ständig Schuldgefühle einredest und du die Person nicht mehr hast, um das klären zu können, weil ich glaube, das muss so ein schlimmes Gefühl sein. She had to go. Das ist richtig krank. Das ist wahre Poesie, wenn du so ein hartes, ernstes Topic, ne, so ein hartes, ernstes Thema nehmen kannst und dann so etwas Schönes daraus formst, das ist wirklich Kunst. Vor allem diese Textzeile, sie wusste, dass sie gehen musste und alle anderen wussten auch, dass sie gehen musste. Ich will nicht wissen, was das eigentlich für eine Zeit gewesen sein muss. Vor ihrem Tod mit ihrem, ich glaube, es ist Freund, ne? Ihren Liebenden. Ist ja aus der Sicht von ihm geschrieben. Diese clean Drum, das gefällt mir unglaublich gut. Wie facettenreich einfach der Sound von Linkin Park ist. Das muss man hier wirklich mal erwähnen. Du erkennst sofort die Handschrift von Linkin Park. Egal welche Ära das jetzt ist, ob jetzt das Hybrid Theory ist, ob das Meteora ist, ob es Minutes to Midnight ist. Du hast ja eine gewisse Range von einem Sound. Da wissen die Leute so, das ist Linkin Park. Und dass sich das dann trotzdem so facettenreich entfaltet in die Richtung und in die Richtung. Lyrisch, ne, und musikalisch ist das einfach auf so einem krass hohen Level. Also ich kenne keine andere Band, die da irgendwie auch nur annähernd rankommt. Richtig stark. Diese Sounds, diese Adlibs, die da eingespielt werden, ich verstehe gar nicht, was das sagt. Das klingt so weird, aber das passt einfach perfekt in dieses Konzept des Songs rein. Einfach so chillig. Ich liebe die Mischung aus Rockmusik und aus Hip-Hop-Beats. Und Linkin Park hat es damals so krass geschafft, das so zu vereinen und daraus etwas ganz Eigenes zu schaffen. Ihr wisst es doch, ihr guckt meine Reactions. Ich bin ein richtig krasser Fan davon.
das entfaltet so das ganze Spektrum von einem richtig geilen Beat, wo es immer wieder eine krasse Steigerung gibt. Man muss wirklich mal, und ich habe das auch in einem Kommentar gelesen, dass das Mike Shinoda viel zu selten und viel zu wenig Lob bekommt, was der da eigentlich hinzaubert. Du musst mal jemanden finden, finde mal einen anderen amerikanischen Rapper, der auf diesen harten Riffs, ne, auf diesen rockigen Beats, der da so krass drüber rappt. Hier ist es ja ein Hip-Hop-Sample, sehr Hip-Hop-lastig. Er float da einfach so geil drüber und schafft es mit wenigen Worten, so viel auszusagen. Es dauert nicht lang, bis es jeder weiß. Diese Textzeile ist einfach so krass, wenn man bedenkt, das ist eine Person, die hat sich wahrscheinlich umgebracht. Jeder wusste es und er rappt einfach. Das dauert nicht mehr lange und alle wissen es. Also wenn man das mal sacken lässt, ohne Spaß, das ist einfach krass. No matter what you think you did wrong. Mir gefällt es, dass er rappt, dann ist eine Pause und dann geht der Beat weiter. Das ist wirklich gut. Natürlich ist die Thematik richtig krass heftig, ne? Nachdem sich Chester Bennington umgebracht hat, dass danach dieser Song released wird, wo es ja eigentlich um einen Suizid geht. Also heute bin ich wirklich sprachlos. Aber der Song ist einfach unfassbar gut. Die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, und vielleicht kann das ja jemand von euch beantworten, warum heißt der Song She Couldn't? Also sie konnte es nicht. Sie konnte nicht hierbleiben, weil jeder gemerkt hat, dass sie gehen wird. Was auch eine richtig schwere Zeile ist. Unausweichliche kann man nicht aufhalten. Ist das so die Quintessenz des Textes? Das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist ja einfach. Das ist wirklich Next Level Shit. Das ist wirklich. Puh. Den Song, den hätte ich gern live gehört. Ich glaube, das wäre richtig krass gewesen. Ich mag auch das Video, ne? Ich habe da jetzt irgendwie gar nichts dazu gesagt, aber ich mag das, wenn man so alte Bilder von einer Band sieht, wie sie sich entwickelt haben, wie sie damals ausgesehen haben. Das finde ich eigentlich ganz charmant. Na, wie er da reinkommt, ist so richtig smooth, seine Stimme richtig klein gehalten, ne? Quasi er haucht ja schon fast dem Song da dieses Leben ein. Ich finde das einfach super schön. So ein bedrückender Song, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. She couldn't stay here. Man kann es ja auch so deuten, dass hier aus der dritten Person auch noch gesungen wird, ne? Sie wusste es, du lässt sie nicht im Stich. Und trotzdem hat er sich da diese Gedanken gemacht, dass er vielleicht Schuld dran hat. Aber es haben irgendwie alle gewusst, dass es nicht so ist oder sie werden es noch. Das ist wirklich bedrückend. Jetzt fühle ich mich schlecht.
ich gehe mal davon aus, wenn man es jetzt aus einer sehr romantisierten Sicht sieht, dass er sich wahrscheinlich gedacht hat, er wird sein ganzes Leben mit ihr verbringen. Jeder wusste aber, dass das nicht so ist. Also ich bin der Meinung, wenn das damals rausgekommen wäre, ne, mit dem Topic, mit dieser Message, ne, auf Hybrid Theory, und sie hätten das wäre eine Single-Auskopplung gewesen, ey, das wäre durch die Decke gegangen. Das wäre sicher ein Platz 1 gewesen. No matter what you think you did wrong. Diese Samples da. Ich verstehe irgendwie gar nicht, was da gesagt wird. Aber das klingt einfach, das klingt so creepy, aber irgendwie auch total geil. Total abgefahren. Es klingt so ein bisschen, als würde man eine Stimme scratchen oder rückwärts abspielen. Die Gitarre klingt so bluesmäßig. Stell dir so eine Bar vor, da sind wenig Leute, ne? Ein Musiker ist drin, der ein bisschen an der Gitarre rumzupft. Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube der falsche Begriff, so ein bisschen jazzig. Sunlight is crying for her now. Ich krieg da wirklich Gänsehaut, ne? Wenn Chester Bennington so sanfte Töne anschlägt, über so ein ernstes Thema singt, ne? Dass er eigentlich, glaube ich, richtig deprimierend sein soll. Wunderschön. Weiß sie das, dass er sie nicht im Stich gelassen hat? Ne, das wird ja jetzt dem Typen suggeriert. Aber ich glaube, er denkt da ganz, ganz anders drüber, wenn du so einen Verlust erleidest. Ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, ich krieg hier wirklich My December Vibes. Es ist einfach so ein Song, du kannst ihn auf Repeat hören und er entfaltet sich immer mehr nach einer gewissen Anzahl von Hören. Erkennst du immer wieder neue Sachen, die dich faszinieren. Das ist schon krass. Also, ich kann mir jetzt zehnmal anhören und hier zehnmal irgendwie ganz, ganz was Neues entdecken. Diese Drum, ne, die feiere ich. Es könnte auch ein Song von Reanimation sein. Feiere ich. Feiere ich des Todes. Ich finde das sowieso, dass Reanimation viel zu wenig Credit bekommt. Das ist ja so ein Remix-Album, dass das dann aber ganze Hooks und alles neu eingesungen wurden, mit anderen Beats versehen wurden, weil die ja alle unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Mir hat das immer gefallen. Ne? Immer so, ich habe Hip-Hop gehört, ich habe Rock gehört und da war das eigentlich die perfekte Lösung. Das ist so ein simpler Ton hier und der fügt dem Song so eine gewisse Note hinzu, das einfach noch schöner klingt.
Man erkennt da einfach sowas Verspieltes raus. Wenn jemand so quasi ein Beat baut, spielt ein bisschen rum, ne, was hört sich gut an, was nicht. Und es klingt einfach so, als hätte man da richtig Spaß gehabt, so einen wunderschönen, funkigen, depressiven, ja, ich will nicht sagen, Love-Song zu machen, ne, das ist ja eigentlich nicht. Obwohl, vielleicht ist der Song eine Liebe an die Musik. Und dieser Plan geht eigentlich krass auf. Ich liebe diesen Drop. Ist mir irgendwie gerade erst aufgefallen. Also Mike rappt einfach total lange. Du hörst ja Chester irgendwie total lange nicht. Dann kommt er leise rein und durch dieses leise Reinkommen in den Part von dem Song gibt es dem Ganzen einfach nochmal extra, nochmal ein bisschen mehr Druck. Obwohl Druck ist das falsche Wort, ne? Das ist, er schlägt ja total sanfte Töne an. Aber das gibt dem Song nochmal so einen gewissen Wumms nach vorne. Das klingt einfach wunderschön. Dieses She had to go, das will mir einfach nicht aus dem Kopf. Von oben bis unten Gänsehaut. Wenn das überhaupt möglich ist, ne? Das fühlt sich jedenfalls so an. Boah, krass. Krass, dass das damals nicht auf dem Album war. Alter Falter, das hat mich gerade schon geflasht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen begeistern. Das ist ein bisschen länger geworden. Schöner Song. Ich finde, das sollte man gebührend feiern. Da gibt es ja leider keine Live-Version davon, was unfassbar schade ist. Oder eine Akustik-Version, stell euch das mal vor. Wie krass wäre das gewesen? Ich danke euch jedenfalls herzlich fürs Zugucken. Was sagt ihr zu dem Song? Seid ihr meiner Meinung? Teilt ihr das so gar nicht? Ne, ist ja doch anders als die anderen Songs auf Hybrid Theory, ne? Aber der Vibe, der Grundton, depressiv, mit schönen Klängen untermalt, ne? Chesters eindringliche Stimme. Also ich kann dem Song sehr viel abgewinnen. Ich danke euch wirklich fürs Zugucken. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und Peace.